Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum epischen Bossfight gegen den dicken Hai. Fisch. Na egal, wir warten auf jeden Fall weiter, um unsere ZP, also unsere Zauberpunkte, wieder aufzuladen. Und diesmal vollständig. So, bewegen. Und Technik. Granate. Los, du Fisch. Du wirst mich kennenlernen. Und zwar so richtig. Und zwar nicht von der angenehmen Seite. Ja. Okay, dann werden wir jetzt mal... den Heiltrank nehmen wir noch nicht. Können wir schon 2, 4... Ja, eigentlich theoretisch, wir müssten noch eine Granate hinterher schicken können. Sehr schön. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Und wir machen uns jetzt wieder schön hier hinten hin. Hinter den Stein, dass der uns nicht trifft. Und es sieht gut aus. Und er hat auch nicht so viele Zauber drauf wie unsere vorherigen Gegner. Warten, warten. Ba, ba, ba. So. Versuch's nur, du Fisch. Du wirst uns nicht besiegen. Das kann ich dir schwören. Bei diesem lustigen kleinen Tentakelwesen, was da bei uns auf dem Spielfeld sitzt. Ist wahrscheinlich ein Mini-Oktopus. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Oktopus und Krake? Und ja. Sehr schön. Jetzt werden wir uns definitiv bewegen, weil ich habe keine Lust, dass der uns nochmal angreift. Jetzt gehen wir mal hier vorne hin. Weil dadurch erhöhen sich ja wieder unsere Angriffspunkte. Granate. So. Um 5 regeneriert. Greif uns nur an. Ach, du willst nicht. Dann werden wir jetzt mal den Heiltrank schlucken. Und Trank es, leckt es. Okay. Angriff. Wir haben es einmal. Los. Viel kann er uns nicht mehr antun. 2, 4, 6, 8. Und ich glaube, in der nächsten Runde machen... Wieso hat das jetzt so viel abgezogen? Da will mich doch verarschen. So, Granate. Werden wir jetzt auf deinen Fischhaut zimmern. Und einen normalen Angriff hinterher. Jawoll! Sieg auf der ganzen Linie, würde ich sagen. Hurray! Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, la 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 la. Okay. Und sie ist einfach nackt. Diesmal hast du bei mir wirklich was gut, Elisha. Das hat deinem männlichen Stolz bestimmt einen Knacks gegeben. Deine charmante Art gefällt mir immer besser. Eigentlich wollte ich mich ja sogar bei dir bedanken, aber das spare ich mir jetzt. Darauf kann ich auch verzichten. Was machen wir jetzt mit ihr? Ach, der, wie er seine Schuhe auskippt. Oh, diese Details, ich liebe sie ganz einfach. Das ist eigentlich der Grund, warum Kelvin für mich zu den führenden RPGlern gehört, falls man sie RPGler nennen möchte. Aber er hat so, ja, einen Sinn für Liebe zum Detail. So wie er da zum Beispiel, sie sitzt da jetzt nackig. Die haben alle ihre Schuhe aus, sind einfach nur nass oder wasserdurchtränkt und er kippt da seinen Schuh aus. Finde ich schön. Wenn du unbedingt in diese AG willst, dann lass dich nicht aufhalten. Aber wenn du mich fragst, niemand ist es wert, dass man für ihn seinen Traum opfert. Weise Worte von Kerian. Ist sie jetzt vielleicht wieder angezogen? Nee, ist sie trotzdem nicht. Wie kriegen die jetzt wieder in die Schule rein, ohne einen riesen Tumult zu veranstalten? Sehr schön. Ich habe euch diesmal wirklich im Stich gelassen. Tut mir leid. Ich weiß ja auch, dass ich nicht so weitermachen kann wie bisher, solange dieser Zauberer noch da ist. Aber ich brauche ein wenig Zeit für mich. Gerade jetzt. Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Eigentlich sollte ich überglücklich sein. Aber nun habe ich schon wieder Angst, dass mir jemand alles kaputt macht. Da, es fängt schon an. Was? Dein komischer Annäherungsversuch. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Du wartest nur darauf, dass ich schwach werde. Da überschätzt sich jemand aber ganz gewaltig. Ich komme aus einer Welt, in der es mehr schöne Prinzessinnen gibt als Sand am Meer. Du würdest höchstens... Ja? Ach, nichts. Der Kater wollte, dass ich netter zu dir bin. Das macht es ja nur noch schlimmer. Du bist Julian wirklich in allen Belangen unterlegen. Ach ja? Er ist charmant. Er macht dir nur etwas vor. Er ist schön. Wenn du auf Männer stehst, die wie Frauen aussehen. Er hat Humor.
Er würde sich gut als Hofner machen. Nicht als Hofner. Möbelhaus Hofner. Das würde er sich auch gut machen. Er hat gesagt, dass er mich liebt. Beim ersten Date? Du bist naiv. Ich weiß. Aber lass mal bitte meinen Traum. Die beiden sind so putzig zusammen. Also gut, es ist deine Entscheidung. Aber pass auf, dass sich dieser Traum nicht irgendwann in einen Albtraum verwandelt. Schon wieder weise Worte aus seinem Munde. Langsam, ja. Oh. Ach ja, das ist jetzt Hannah, die Zwillingsschwester von Lara. Uh-oh. Alter, kann der... Na gut, wenigstens reist er nicht mehr per Haus, wie damals bei uns, als wir den Ball vom Kopf bekommen haben. Aber stattdessen frisst er sich jetzt einfach durch Wände. Das ist natürlich sehr schön. Arme Hannah. Nun hat sie vor der ganzen Schule das Gesicht verloren. Jeder weiß jetzt, wie schwach und verletzlich sie ist. Sei ruhig. Ich will das nicht hören. Niemand wird vor dir mehr Respekt haben. Niemand wird vor dir mehr Angst haben. Ich habe gesagt, dass du ruhig sein sollst. Und alles ist die Schuld von der Hexe und ihrer Freundin. Ja, wieso verhält sie sich plötzlich so? Früher hatte sie sich das nie getraut. Es liegt an Elishas Einfluss. Durch ihn ist die Hexe mutiger geworden. Ohne Elisha wäre das alles nicht passiert. Sie ist gefährlich. Sie wird dir alles wegnehmen. Auch Julian. Nein, nur das nicht. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst es verhindern. Möchtest du ihnen alles heimzahlen? Ja, natürlich. Dann werde ich dir dabei helfen. Das gefällt mir gar nicht. Ich meine, das Mädel war ja vorher schon krass drauf. Und jetzt, naja. Tageswechsel. Zum Blumenwalzer. Ist das so? Doch, ich glaube ja. Blumenwalzer. Wir speichern und weiter geht's im Text. Und Julian. Julian, warte. Morgen, Elisha. Ha, 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 ha. Ich glaube, es wäre besser, wenn du erst einmal tief Luft holst. Und die rauchen hier unten links in der Ecke. Auf dem Schulflur. Das möchte ich auch mal. Ja, das glaube ich auch. Entschuldige, das kommt daher, weil ich den ganzen Weg gerannt bin. Hierher? Aber du gehst doch in eine andere Klasse. Außerdem sind es noch 10 Minuten, bis der Unterricht anfängt. Ich weiß, es ist eher wegen... Also, weißt du, ich wollte mich nur vergewissern, ob es nicht doch nur ein Traum gewesen ist. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ach, schon gut. Ich gehe dann mal zu meiner Klasse. Warte. Was hältst du davon, wenn wir die ersten Stunden schwänzen? Was? Wäre das so schlimm? Nein, ich meine, eigentlich mache ich das regelmäßig. Ich dachte nur nicht, dass du sowas machst. Ich bin nicht der Musterschüler, für den mich alle halten. Ich möchte die Zeit lieber mit dir verbringen. Elisha, Vorsicht, der ist wirklich ein bisschen... Wohin wollen wir gehen? Vielleicht in die Stadt? Ja, gerne. Es gibt da so ein relativ unbekanntes Café an einem kleinen See. Das wird dir bestimmt gefallen. Elisha, nicht mitgehen. Hier spricht der Rektor. Die ersten beiden Stunden fallen heute aus, aber dafür möchte ich euch alle bitten, auf den Schulhof zu kommen. Und zwar wegen einer, wichtigen Ansprache, die in 10 Minuten beginnt. Seid bitte pünktlich. Das war alles. Ich glaube, der Direktor hat dir gerade den Hintern gerettet, Elisha. Wollen wir trotzdem in die Stadt gehen? Ich meine... Das kommt uns doch sogar gelegen, oder? Willst du dir diese Ansprache anhören? Nein, du hast recht. Elisha, was ist das denn? Ach, das ist ein Rednerpult. Ach so, aber mit rotem Teppich? Ist der Rektor so wichtig? Ach, das sind auch... Ach, egal. Sind alle da? Gut, dann übergebe ich das Wort jetzt an unsere Königin. Bitte, was? Was ist denn hier los? Oh, Krähen. Die kommt mir bekannt vor. Mir leider auch. Ausgerechnet die.